Also letztes Jahr an der Copacabana haben wir erfreulicherweise unsere beiden neuen Lokale eröffnen können, haben den Copa Beach einrichten können als temporäre Nutzung. Und im Herbst letzten Jahres ist im Zuge einer obergerichtlichen Entscheidung im Rahmen des Wasserrechts der Abbruch verschiedener Lokale schon vonstatten gegangen. Wir lassen derzeit prüfen, ob wir ähnliche Einrichtungen wie den Copa Beach an anderen Flächen auch noch einrichten kann und überlegen uns dazu passende auch Infrastrukturversorgung mit Lokalen, mit Getränken. Also Baracken kommen keine mehr her, das gewinnt schriftlich. Wir wollen eine schöne Gestaltung machen, so wie wir es letztes Jahr da drüben schon beim Copa Beach hatten. Gleichzeitig läuft ein internationaler Wettbewerb für die Neugestaltung. Aber heuer im Sommer werden wir noch eine Übergangslösung brauchen, weil wir jetzt einfach schon Februar haben und es nicht möglich ist, in so kurzer Zeit baulich dann schon alles zu verändern. Das heißt, wir werden eine sehr schöne temporäre Nutzung machen, so mit Foodtrucks, mit einem netten Strand, so wie wir es beim Copa Beach gemacht haben, damit möglichst viele Menschen da die Copacabana wieder nutzen können.